In diesem Video werde ich Übergangsmatrizen vorstellen. Das Ganze ist ziemlich ähnlich zu einem anderen Video, dort habe ich das Ganze aber spaltenweise aufgeschrieben. Hier werden wir das zeilenweise machen und eigentlich ändert sich nicht viel, nur ein kleines Detail, aber man sollte es mal durchgehen. Ja, nochmal zur Wiederholung, wofür braucht man eigentlich eine Übergangsmatrix? Und mit einer Übergangsmatrix können wir Veränderungen, also sozusagen den langfristigen Trend oder das Verhalten eines Systems, übersichtlich darstellen. Klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, deswegen einfach mal folgendes Beispiel. Wir schauen uns Urlauber an und wir tun mal so, als würden Leute nur drei Urlaubsorte auswählen. Entweder machen sie Urlaub auf Mallorca, sie machen Urlaub in Frankreich oder sie machen Urlaub auf dem Balkon. Und jetzt schauen wir uns an, wie verändert sich das Ganze? Also, wie viele Mallorca-Urlauber aus einem Jahr machen im nächsten Jahr wieder ihren Urlaub auf Mallorca? Und wie viele wechseln das Urlaubsziel? Und von dieser Übersicht jetzt nicht erschlagen lassen, das wird nämlich durch die Übergangsmatrix deutlich übersichtlicher. Aber wir haben eben einfach jetzt mal diese Daten hier gegeben, zum Beispiel, dass 15% der Leute, die den letzten Urlaub in Frankreich gemacht haben, den nächsten Urlaub auf Mallorca machen, 75% der Leute, die den letzten Urlaub in Frankreich gemacht haben, machen den nächsten Urlaub wieder in Frankreich. Ist das Ganze jetzt übersichtlich oder ist das gut verständlich? Nee, natürlich nicht. Und dafür nutzen wir jetzt die Übergangsmatrix. Und die Übergangsmatrix können wir einfach mit einer solchen Tabelle herausfinden. Und wie man die jetzt ausfüllt, das gehe ich Schritt für Schritt durch. Nehmen wir uns erstmal die Mallorca-Urlauber. Da haben wir gesagt, 50% der Leute, die den letzten Urlaub auf Mallorca gemacht haben, also befinden wir uns hier in der ersten Zeile, 50% davon, also 0,5, machen den nächsten Urlaub wieder auf Mallorca. 25% der Leute, die den letzten Urlaub auf Mallorca gemacht haben, wir sind immer noch in der ersten Zeile, machen den nächsten Urlaub in Frankreich. Und das sind eben diese 0,254. Und genauso läuft das dann auch für den dritten Übergang. 25% der Leute, die den letzten Urlaub auf Mallorca gemacht haben, machen den nächsten Urlaub auf dem Balkon. Und genauso läuft das jetzt auch für die Frankreich-Urlauber. 15% der Leute, die den letzten Urlaub in Frankreich gemacht haben, wir befinden uns also in der zweiten Zeile, davon machen 15% den nächsten Urlaub auf Mallorca. 75% der Leute, die den letzten Urlaub in Frankreich gemacht haben, machen auch den nächsten Urlaub wieder in Frankreich. Und hier sind es dann eben diese 10% der Urlauber, die den letzten Urlaub in Frankreich gemacht haben, die den nächsten Urlaub aber auf dem Balkon machen werden. Und genauso läuft das jetzt auch ab für das dritte Urlaubsziel mit dem Balkon. Ich denke mal, das sollte klar geworden sein und an der Stelle hier spare ich mir einfach, wie man das Ganze in die Tabelle dann einträgt. Ja, und dann ergeben diese drei Spalten mit diesen drei Zeilen hier unsere Übergangsmatrix. Ja, und jetzt mal ein Beispiel, was man damit eigentlich machen kann. Gucken wir uns jetzt mal die Daten aus einem Jahr an. Das war ein außergewöhnliches Jahr, wo 200 Leute auf Mallorca waren, 200 in Frankreich und 100 Leute haben Urlaub auf dem Balkon gemacht. Und wir möchten jetzt die voraussichtliche Verteilung bestimmen für die nächste Urlaubssaison. Also wie viele werden denn den nächsten Urlaub auf Mallorca, in Frankreich oder auf dem Balkon machen? Und was wir dafür machen ist, wir nehmen unsere Startverteilung mit 200 Mallorca-Urlaubern, 200 Frankreich-Urlaubern und 100 Balkon-Urlaubern und schreiben das als Vektor auf. Und diesen Vektor, den multiplizieren wir jetzt mit unserer Übergangsmatrix. Und wenn wir das Ganze machen, dann kommen wir auf diesen Ergebnisvektor und die Reihenfolge ist hier genau gleich wie hier. Das bedeutet, den nächsten Urlaub werden voraussichtlich 195 Leute Urlaub auf Mallorca machen, 225 werden den Urlaub in Frankreich machen und 80 Leute werden den Urlaub auf dem Balkon verbringen. Wichtig ist, wenn wir hier in den Zeilen von der Notation anfangen mit Mallorca, Frankreich und Balkon, Mallorca, Frankreich und Balkon, dann müssen wir auch diesen Vektor in genau dieser Reihenfolge aufführen. Also 200 Mallorca-Touristen, 200 Frankreich-Touristen und 100 Balkon-Touristen. In der gleichen Reihenfolge lesen wir dann aber auch hier das Ergebnis ab. Also eben 195 Mallorca-Urlauber, 225 Frankreich-Urlauber und 80 Balkon-Urlauber. Jetzt noch eine wichtige Info. Wir haben, wie gesagt, die Veränderungen in unserer Matrix zeilenweise erfasst. Das heißt, wir müssen auch unsere Anfangsverteilung als Zeilenvektor aufschreiben. Auf keinen Fall sollte man diese Anfangsverteilung hier als Spaltenvektor aufschreiben, wenn man hier alles nach der Zeile erfasst hat.
denn dann wird man andere und somit falsche Ergebnisse bekommen. Man kann es sich wirklich am besten so merken, hat man hier etwas zeilenweise erfasst in der Übergangsmatrix, dann muss man auch den Verteilungsvektor zeilenweise erfassen. Hat man in der Matrix hier etwas spaltenweise erfasst, dann muss dieser Verteilungsvektor vom Anfang mit der Startverteilung auch als Spaltenvektor geschrieben werden. Aber gut, wir haben das Ganze hier nach den Zeilen aufgeschrieben. Bedeutet also, wir müssen auch unseren Verteilungsvektor als Zeilenvektor aufschreiben. Das bedeutet, wir haben hier einen 1x3-Vektor, den wir mit dieser 3x3-Matrix multiplizieren möchten. Und dementsprechend können wir nur von vorne multiplizieren. Wir können nicht von hinten diesen Zeilenvektor multiplizieren, denn dann wäre nicht die Bedingung für die Matrixmultiplikation erfüllt. Dann wäre das Ergebnis von diesem Produkt gar nicht definiert. Wie gesagt, das am Ende hier waren nur noch ein paar wichtige Anmerkungen, damit man das richtige Ergebnis hat. Aber eigentlich ist das Ganze mit den Übergangsmatrizen wirklich, es nur einmal gesehen zu haben, wie man so eine Übergangsmatrix erstellt. Und da ist es nur noch Anwendung.